Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich, für diese letzte Woche, Monat Juli, für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Hinter dem Deck haben wir acht der Kelche, Wassermann. Irgendwie, man möchte bestimmte Situationen verändern oder verlassen. Irgendwie, die Gefühle sind nicht mehr die gleiche, Wassermann. Oder man möchte, wie gesagt, das Leben in sich verändern, an was anders machen, irgendwie was Neues entdecken und ja, etwas, also diese Karte spricht für Veränderungen. Und gerade sehe ich die Nummer 1313 in meine Uhr. Ja, spricht für die Karte der Tod. Also ich rede schon über eine Transformation. Man spürt hier eine Transformation, eine Tiefe sogar. Ja, diese achte Kelche spricht ja auch nicht nur über Liebe oder über einen Wunschpartner, sondern eigentlich generell in deinem Leben. Ja, man möchte generell Veränderungen, also Situationen verlassen, loslassen und rausgehen, irgendwie bestimmten Verhaltensmuster auch verändern, ja. Schau mal hier, die Karte der Hierophant, Sternzeichen Stier bei dir zu sehen, aber natürlich, ich rede hier über Kompromisse, bestimmte Kompromisse irgendwie. Egal, was das für dich heißen soll, ja, ob wir hier mit über Familie reden oder über Arbeit reden. Aber man merkt, man möchte bestimmten, ich würde sogar sagen, wie ich dir gesagt habe, mein Gefühl ist, du möchtest bestimmte Verhaltensmuster, Glaubensmuster, die du bis jetzt gehabt hast, einfach verändern, loslassen, dich distanzieren. Wir reden auch über Kompromisse, die du bis jetzt hattest. Ja, man möchte hier was anderes. Ja. Tatsächlich, also sehr, sehr interessant. Sogar, ich würde sogar sagen, Wassermann, wir reden sogar auch für einschränkende Überzeugungen, die man auch bis jetzt hatte. Ja, tatsächlich. Einschränkenden Überzeugungen, die man einfach loslassen soll. Wassermann, das spricht für dich, das spricht für mich und es spricht für uns allen. Denn es ist irritierend, ja, diese ganzen Gedanken, die man von anderen Generationen oder wegen bestimmten religiösen Erziehungen hat, ja. Es gibt hier schon eine bestimmte Transformation bei dir. In manchen Fällen rede ich über eine Trennung. Und schau mal hier, die Karte der Herrscher, fünfte Schwerter und zweite Stäbe. Du siehst ja, ich sehe hier sehr ein starkes Gefühl von Nachdenken bei dir, diese letzte Woche Juli. Es hat natürlich mit einem Herrscher zu tun. Wassermann, diesem Herrscher kann für einen Chef reden. Eine Chefin, ein Chef, einen Ex, einen Ehemann, eine Ehefrau. Eine wichtige Energie, es kann auch über deinen Vater reden, direkt dein Vater, deine Mutter, ist eine ermächtigte Energie. Ja, Sternzeichen Widder, Stier, Steinbock, bei dir sehr präsent. Aber gewisse Misstrauigkeit sieht man hier zu dieser Person.
Vielleicht gewisse Konflikte, die man nicht mehr haben möchte. Nochmals, mein Gefühl hier, Wassermann, ist, dass du dich von einer bestimmten Situation in deinem Leben dich trennen möchtest. Du möchtest dich schützen. Du schützt dich von einer bestimmten Energie, egal wer diese Person für dich ist. Eine ermächtigte Person ist es schon, eine wichtige auf jeden Fall. Ja, und du schützt dich. Du distanzierst dich. Du möchtest tatsächlich, du denkst hier in dieser Situation sehr viel nach. Das wird sehr, sehr stark diese Woche sein, ne? Also diese Woche wird für dich sehr wichtig sein, irgendwie. Du siehst ja. Wow, mi madre. Total, Wassermann. Starke Karten, Wassermann, ne? Also achte Stäbe. Ich sehe Kommunikation deutlich. Deutlich Kommunikation. Wegen irgendetwas. Und das wird schnell passieren, Wassermann. Das spricht tatsächlich für diese letzte Woche, Monat Juli. Es gibt hier eine Situation, die sehr schnell sein wird. Nochmals die Nummer 8. Die Nummer 8 wiederholt sich. Du siehst ja dieses Gefühl von schnell. Es wird schnell sein, eine bestimmte Situation bei dir. Aber Wassermann, in der Mitte für deine Legung habe ich die Karte die Gerechtigkeit. Ist die Karte, sprichst für Sternzeichen Waage. In der Mitte für deine Legung, Wassermann, ist eine ermächtigte Energie. Wir reden über einen großen, wichtigen Arkana. Wir reden natürlich über juristische Kommunikation. Irgendwie. Also eine Situation, die. Und Wassermann, Achtung hier, einen starken Karma ist hier zu spüren. Und wie sollte es sonst anders sein? Ja? Also wie sollte es sonst anders sein? Also natürlich, manchmal sieht man dieses Gefühl nicht so stark da. Aber bei dir gerade kann man schon sagen, Karma ist sehr präsent hier. Aber klar, Wassermann, wir sind ja alle am Lernen. Also, ist interessant, weil ist sogar interessant tatsächlich und sogar ironisch, dass man so oft über Karma spricht. Weil in Wirklichkeit, wir sind ja auch mit Karma in diesem Leben gekommen. Und Karma eigentlich heißt ja auch nicht anders als ich lerne. Ja, ich lerne, ich bin am Lernen. Und klar, Handlungen haben Konsequenzen, ja? Also unsere Handlungen haben ja früher oder später Konsequenzen. Ja, und das ist alles. Aber in der Mitte für deine Legung, die Karte, die Gerechtigkeit ist stark. Wir reden über eine Situation, also hier gibt es eine Gerechtigkeit, einen Balance in eine bestimmte Situation. Ist eine sehr positive Energie, die einfach für eine Wahrheit spricht, Wassermann. Also hier reden wir über eine Wahrheit. Grenze, die man setzt. Und über Grenze reden wir die ganze Zeit. Eine bestimmte Situation hat ein Ende. Ich rede für manche über eine Scheidung, für manche anderen über, egal in welche Richtung, aber eine Trennung, eine Scheidung. Spricht hier für ein Ende? Wassermann, schau mal, ich wollte gerade Waage sagen, ja, weil Sternzeichen Waage ist hier sehr präsent. Wassermann, es wird diese Woche für dich wichtig sein, weil möglicherweise für manche wird das hier mit Kindern zu tun haben, mit erwachsenen Kindern natürlich. Ich habe hier im Puppe der Stäbe. Also ich sehe hier eine familiäre Angelegenheit bei dir, die natürlich auch mit Kindern zu tun hat. Und irgendwie, es kommt auch Kommunikation, eine schnelle Sache, die dich möglicherweise auch zu einer Entscheidung bringen wird oder eine Handlung von dir hier sein wird, ja. Interessante Mischungen von Karten. Interessante Mischungen von Karten. Ich rede schon über
einen Ex in manchen Fällen, Vater, Kind, Mutter, Kind, etc. Familie, sehe ich schon hier. Ich sehe auf jeden Fall, schau mal hier, bitte schön, wie viele Karten schauen auf diese Energie mit Misstrauischkeit. Also der Herrscher. Schau mal jetzt hier, der 9. Stäbe, 5. Schwerter, 2. Stäbe. Alle Karten, alle Energien zeigen mit Misstrauischkeit diesen Herrscher. Etwas vertraut man hier nicht mehr. Etwas hier ist nicht mehr zu vertrauen, weil mehrere Enttäuschungen bereits geschehen sind. Ich denke, wir haben hier eine Person, die, obwohl eine erwachsene Person ist, ich denke, es ist eine Energie, die sehr unreif ist. Eine unreife Person, obwohl diese Person kein Kind mehr ist. Und deswegen das Gefühl wäre hier, ich kann dieser Person tatsächlich nicht mehr vertrauen. Weil bereits mehrere Situationen gaben mit mehreren Enttäuschungen. Für manche Wassermann, ich sehe hier einen Altersunterschied zu einer Person. Sternzeichen, Feuerelement sehr stark präsent bei dir. Feuerelement, ich habe hier eine karmische Beziehung, eine sehr starke karmische Beziehung. Sternzeichen Zwilling bei dir präsent. Zwilling, Waage. Sehr präsent sogar. Schau mal bitte hier. Wassermann, ich weiß nicht, was das ist, aber diese Woche wirst du geprüft. Vom Universum. Du wirst diese Woche geprüft. Es gibt hier eine karmische Beziehung, die eigentlich du das weißt. Du weißt das. Und du weißt am Ende, wir sind hier jetzt am Lernen und zum Lernen. Also das heißt, das letzte Wort hast du ja. Weil es kommt darauf an, welche Erfahrungen du noch in deinem Leben brauchst. Wir bewegen uns allen nicht in der gleichen Zeit. Also weil wir alle nicht die gleiche Entwicklung haben. Ja, und manche sind schon in mehrere Lebens gewesen, manche nicht. Manche brauchen solche Erfahrungen, manche wiederum nicht. Es gibt hier ja, dieses Gefühl von Zeit, ja. Und deswegen, du hast das letzte Wort am Ende. Aber glaube mir, Wassermann, du wirst schon geprüft. Vergesse nicht, du wirst auch beobachtet. Ja. Und tatsächlich, dass deine Worte Kraft haben. Das, was du sagst, hat Kraft. Ja, also mit dem, was man sagt, wie man sich äußert, ja, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein und dieses Mitgefühl nicht vergessen. Weil, wie gesagt, es gibt hier eine deutliche Trennung oder eine deutliche Scheidung. Eine wichtige Entscheidung auf jeden Fall, eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die für deine Existenz sehr wichtig sein wird, weil wir reden schon über Menschen, die sehr wahrscheinlich in eine Entwicklung sind in seinem Leben und in eine andere Stufe kommen werden. Ja, also Menschen, die sich sogar zwischen zwei Dimensionen bewegen. Ja, also Menschen, die tatsächlich in eine Entwicklung fertig sind, Menschen, die in einen neuen Zyklus kommen. Ja, ich rede darüber tatsächlich, über Menschen, die in einen neuen Zyklus kommen. Aber dafür muss diese karmische Beziehung oder Situation hier beenden. Schau mal, Wassermann, du siehst ja, Sternzeichen Zwilling, ich wiederhole mich, aber Sternzeichen Zwilling ist extrem deutlich bei dir. Und du siehst ja, wir reden über eine unreife Energie. Wenn das jetzt hier ein Wunschpartner ist, wir reden schon über eine sehr unreife Energie, eine Person, die wirklich eine starke Anziehung für dich hat, aber für einen Kompromiss, ernsten Kompromiss nicht vorbereitet ist. Wir reden schon über eine starke Seelenverbindung, das ist wahr, aber das bringt uns ja gar nichts, wenn die Menschen nicht vorbereitet sind. Deswegen dieses Loslassen ist tatsächlich wichtig, damit Menschen sich weiterentwickeln können, getrennt weiterentwickeln können.
Und glaube mir, dass wenn zwei Personen bestimmt sind, zusammenzukommen, die werden zusammen wieder sich finden. Da müssen wir keinen Zwang machen oder gar nicht. Aber wir müssen schon loslassen, tatsächlich. Weil wir reden hier schon über eine große Enttäuschung mit einer Person. Und die Enttäuschung fühlt sich natürlich sehr groß, weil du zu dieser Person eine starke Seelenverbindung hast. Eine Person, die entweder dein Kind sein kann, dein Bruder, Geschwister, sonst, wie gesagt, einen Wunschpartner, den sie aber sehr unreif fühlt. Eine Person, die nochmals nicht vorbereitet ist. Und in manchen Fällen, was man nicht in diesem Leben vorbereitend sein wird. Ja. Weil die Unreife, die ich hier spüre, ist sehr stark. Diese Person ist mehr ein Lehrer für dich. Es gibt hier eine Lektion zum Lernen, Wassermann. Eine Lektion gibt es hier zum Lernen. Du musst dich jetzt fragen, was muss ich hier lernen? Weil du weißt bestimmt, du musst wissen, was du in dieser Situation zum Lernen hast. Man muss natürlich nach innen gehen. Und ja, weil es gibt immer was zum Lernen. Richtig. Ja. Schau mal jetzt hier, Wassermann, diese Konflikte und diese Situationen hier, die ich hier habe. Mehrere Personen sind hier zu sehen und du siehst ja, also es gibt diese Konflikte, diese Enttäuschungen da. Du bist am Nachdenken, ne, Wassermann. Du denkst tatsächlich nach. Wenn das ein Beruf für dich ist, wenn das ein Chef, Chefin für dich ist, du bist tatsächlich am Nachdenken. Und weißt du, was du hier nachdenkst? Du bist am Nachdenken, denn du möchtest tatsächlich gehen. Du möchtest gehen. Du möchtest gehen. Du möchtest was anderes, was Neues, was anderes. Du möchtest diese Situation verlassen. Diese Situation, diesen Kompromiss, diese. Also hier gibt es eine Person, die irgendwie anfängt, jetzt Grenze zu setzen. Und es macht hier möglicherweise eine wichtige Mitteilung. Es gibt hier eine wichtige Kommunikation. Und ich denke, wir reden schon über eine Person, die eine Trennung oder eine Scheidung möchte. Deutlich. Weil die Situation hier nicht mehr zu ertragen ist. Die Nummer 5,5 zeigt sich auch. Es gibt hier Veränderungen. Die Nummer 9 und 10, wir haben sehr drastische Karten, sehr komplizierte Karten bei dir, Wassermann. Sehr komplizierte Karten hier. Und ich rede hier über Menschen, die schon in diesem Leben mit sehr viel Karma hier sind. Wie ich immer sage, das letzte Wort hat jeder von uns, es ist ja klar. Aber es gibt hier bestimmte nochmals Glaubensmuster, die man loslassen sollte, die nicht mehr mit dieser Realität, die du lebst, zu tun hat. Egal, ob das diesen Glaubensmuster mit Familie zu tun hat, mit Arbeit, egal was das ist, aber das muss man wirklich, das ist alt, ja, und das ist nicht mehr, ja, es hat tatsächlich mit einer Programmierung zu tun, ja, mit einer generationalen Programmierung, ja, eine Programmierung, die mit Generationen zu tun hat. Und das ist eine Sache, die wirklich man sich trennen sollte, wo man sich trennen sollte. Wassermann, ich kann dir wirklich nur sagen, dass die Gerechtigkeit in der Mitte ist für dich, ist schon eine starke Sache. Eine starke Sache. Ja, es gibt hier eine Prüfung. Es ist ungefähr, ob der Lehrer kommen würde. Also hier kommt ein Lehrer jetzt und macht dir eine Prüfung. Du wirst geprüft. Du wirst mit einem, ja, du wirst geprüft. Also das Universum kommt und sagt, okay, du bist jetzt so weit. Du bist tatsächlich jetzt so weit und jetzt möchte ich aber eine Bestätigung bekommen. Ich möchte meine Bestätigung bekommen. Ich bekomme diese Bestätigung, indem ich dir wieder eine bestimmte gleiche Situation wieder zurückbringe. Ich bringe dir tatsächlich eine bestimmte gleiche Situation wieder zurück. Eine karmische Beziehung, egal in welcher Art. Und jetzt möchte ich sehen, was du machst. Weil es kommt darauf an, was du jetzt hier machst. Kommst tatsächlich in die nächste Stufe? Oder
Du musst nochmals alles wiederholen. Du hast es jetzt gemerkt. Du weißt, was hier los ist. Du hast es gemerkt. Du bist hier in einer Ruhe. Weißt du, was mich hier sehr beeindruckt in dieser Energie hier, Wassermann, ist das im Vergleich mit dem, was ich hier auf dem Tisch habe, das, was sehr karmisch ist, was sehr konfliktiv ist, im Vergleich habe ich hier eine Energie, die in seine Ruhe ist, in seiner Ruhe ist tatsächlich, am Nachdenken ist, ohne Konflikte und mit klarem Kopf. Es gibt hier einen klaren Kopf. Es gibt hier schon einen klaren Kopf, ja? Von dem, was man möchte. Zweifeln sehe ich hier nicht. Ich sehe gar keinen Zweifeln. Ich sehe Klarheit von dem, was man machen möchte. Und ich sehe, dass du natürlich bestimmte Menschen nicht vertraust. Du vertraust bestimmte Menschen nicht. Das kann nochmals mit einem Chef zu tun haben. Und irgendwie, das ist hier schon zu sehen. Diese Konflikte oder diese Situation vertraust du einfach nicht und du tust Grenze setzen und du wirst geprüft, immer wieder geprüft, Wassermann. Du wirst immer wieder geprüft. Starke Legung für dich, Wassermann. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und wir sehen uns am Montag. Danke, Wassermann. Tschüss.